Am 4. August 1627 traf eine 11.000 Mann starke Armee, geschickt vom französischen König, vor der Stadt La Rochelle ein. Das war der Anfang einer Belagerung, die von beiden Seiten mit äußerster Entschlossenheit geführt wurde. Der Trumpf der Verteidiger war ihre Stadt, die als uneinnehmbare Festung galt. Derjenige der Angreifer waren ausgeklügelte Belagerungskonstruktionen, insbesondere ein 1,5 Kilometer langer Seedamm, mit dem sie die Verteidiger von der Außenwelt abschneiden wollten. Das war ein scheinbar unmögliches Monsterprojekt. La Rochelle war eine der wichtigsten Hochburgen der französischen Protestanten und die Belagerung der Stadt markierte den Höhepunkt der französischen Reformationskriege. Das ist die Geschichte der Belagerung einer uneinnehmbaren Festung. La Rochelle. In den Jahrzehnten nach der Reformation wandten sich viele Franzosen vom Katholizismus ab und traten zum neuen Glauben über, vor allem im Süden des Königreichs. Als sich zunehmend auch Adelsfamilien den Hugenotten, so nannte man die französischen Protestanten, anschlossen, wuchs deren Einfluss und der eingesessene katholische Adel sah seine Privilegien und Besitztümer bedroht. Dementsprechend reagierten Frankreichs Katholiken auf die neue Bewegung. Sie versuchten, sie einzudämmen und zu unterdrücken. 1562 eskalierte die Situation und der erste von 8 Hugenottenkriegen brach aus. Was folgte, war eine lange Periode der Grausamkeit und politischen Intrigen, die erst mit dem Edikt von Nantes im Jahr 1598 endete. In diesem Edikt wurde festgelegt, dass der Katholizismus die offizielle Religion Frankreichs bleiben, die Hugenotten aber gewisse politische und religiöse Privilegien erhalten sollten. Unter anderem durften sie auf Kosten des Königreichs gewisse Festungen, etwa 100, in Südfrankreich unterhalten. Dazu gehörte auch die Stadt La Rochelle, die an der Bucht von Biscaya an der Atlantikküste liegt und von rund 28.000 Menschen bewohnt wurde. La Rochelle war eine der größten Städte Frankreichs und ein blühendes Handels- und Kulturzentrum. Ludwig XIII., der 1617 an die Macht kam, waren die Hugenotten ein Dorn im Auge. Nicht nur, weil er ein gläubiger Katholik war, sondern auch, weil er die Macht in seinem Königreich zentralisieren wollte. Das Edikt von Nantes und die Privilegien der Hugenotten standen dem im Weg. Als Ludwig deshalb 1621 versuchte, ihre Privilegien zu beschneiden, rebellierten die Hugenotten. Angeführt von Heinrich II. Von Rohan und seinem Bruder Benjamin leisteten sie erfolgreich Widerstand. Der Vorstoß des Königs scheiterte an den Festungen von Montauban und Montpellier und 1622 musste er schließlich das Edikt von Nantes bestätigen. Aber ein Jahr später betrat ein neuer, sehr entschlossener Mann die Bühne. Armand Jean du Plessis, besser bekannt als Kardinal Richelieu, machte es sich zur Aufgabe, die Privilegien der Hugenotten und die Religionskriege, die Frankreich seit mehr als 6 Jahrzehnten plagten, zu beenden. Der König und sein neuer Berater verschärften ihre hugenottenfeindliche Politik und schon kurz darauf brachen sie auch die Versprechen des Königs. Das löste eine weitere Rebellion aus, die erst Anfang 1626 mit dem Frieden von Paris endete. Dieser Frieden wurde aber aus der Not geschlossen und aufmerksame Beobachter vermuteten von Anfang an, dass er nicht lange halten würde. Und tatsächlich verstieß der König erneut gegen die Abmachung. Bald bereitete sich Richelieu darauf vor, die Macht der Hugenotten ein für allemal zu brechen, indem er ihre wichtigste Festung, das Wespennest La Rochelle, zerstörte. Bevor wir uns nun dem dramatischen Kampf um La Rochelle zuwenden, möchten wir euch den Sponsor dieses Videos vorstellen, Hörner. Die Marke mit dem Phönix stellt Schreibwaren in höchster Qualität her, die angenehm schwer in der Hand liegen und wunderbar lautlos übers Papier gleiten. Sie sind der ideale Begleiter für jeden, der gerne von Hand schreibt und ein perfektes Geschenk für eure Lieben. Mein Favorit ist der edle Füllfederhalter Fortress, aber auch für Kugelschreiber oder Tintenrollerliebhaber findet sich bei Hörner etwas Passendes. Wenn du also noch ein edles Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für einen Verwandten oder einen guten Freund suchst oder dir einfach selbst was gönnen willst, dann schau dich doch auf www.hörnergroup.de um. Mit dem Code SANDROMAN erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
La Rochelle war ein blühendes Handelszentrum und eine beeindruckende Festung. Die Stadt musste niemandem Rechenschaft ablegen und ihre Bürger waren stolz und unabhängig. Sie wurden von einem Senat regiert, dessen Mitglieder regelmäßig neu gewählt wurden. Dieser Senat duldete weder einen königlichen Gouverneur noch königliche Truppen innerhalb der Stadtmauern. Die Bürger der Stadt wachten mit Argusaugen über diese Freiheit und die starken Verteidigungsanlagen halfen ihnen dabei. Drei vorgelagerte Inseln, Ré, Ais und Oléron, schützten die Küste und den Hafen von La Rochelle, sodass eine Annäherung vom Meer her fast unmöglich war. Noch günstiger war die Lage auf der Landseite. Östlich und westlich der Stadt erstreckten sich Feuchtgebiete und Sümpfe, soweit das Auge reichte. Sie waren nur über schmale Wege aus Stein passierbar. Einzig von Norden her konnte man sich der Stadt trockenen Fußes nähern. Aber nicht nur die Natur schützte La Rochelle. Der venezianische Ingenieur Scipione Vergano hatte im Jahr 1569 die mittelalterlichen Befestigungsanlagen der Stadt überholt. Sie war nun von einer massiven Mauer umgeben, die durch eine beachtliche Anzahl Ravelins, also vorgelagerte Wallschilde, ein Wassergraben und 6 bis 10 Bastionen verstärkt war. Wie viele Bastionen es wirklich waren, kann man nicht so genau sagen, weil die Bewohner der Stadt bewusst falsche Pläne in Umlauf gebracht haben. Leider hat das nicht nur die potenziellen Angreifer verwirrt, wie sie beabsichtigt hatten, sondern auch moderne Historiker. Zusätzlich konnten die Verteidiger über ein komplexes System von Gräben und Schleusen große Teile der Umgebung fluten. Das war sehr effizient, denn in flachem Gelände machten es selbst wenige Zentimeter Wasser für einen Angreifer unmöglich, Annäherungsgräben zu graben, weil diese sofort mit Wasser vollliefen. Die Mauer selbst erstreckte sich rund um die Stadt, sogar entlang der Küste. Nur durch einen schmalen Durchgang zwischen 2 massiven Türmen konnten Schiffe in den inneren Hafen fahren, der Platz für mehr als 200 große Schiffe bot. Eine massive Eisenkette verband die beiden Türme und konnte gespannt werden, um die einzige schmale Lücke des Seewalls zu schließen. La Rochelle war praktisch uneinnehmbar, und zwar nicht nur in der Theorie. Bereits 1573 hatte ein Heer von König Karl IX. Versucht, die Stadt einzunehmen. Karls Männer hatten 34.000 Kanonenkugeln auf die Stadt geschossen und 8 Sturmangriffe lanciert, wobei etwa 20.000 Mann ihr Leben gelassen hatten. Vergeblich, die Mauern von La Rochelle hatten sich bewährt. Obwohl Richelieu sein Bestes tat, um seine Vorbereitungen geheim zu halten, erfuhren die Hugenotten bald davon. Nun begannen auch sie sich vorzubereiten. Die Bewohner brachten Nahrung und Munition in die Stadt und Benjamin von Rohan bat England um Unterstützung. König Karl I. von England sah in der bevorstehenden Belagerung eine gute Gelegenheit, seinen Rivalen Frankreich zu destabilisieren und schickte deshalb George Villiers, den Herzog von Buckingham, mit 80 Schiffen und 7.000 Mann zur Unterstützung der Hugenotten. Am 10. Juli 1627 traf die englische Flotte auf der Insel Ré ein, die bereits von der französischen Armee eingenommen worden war. Benjamin begab sich nach La Rochelle, um sich zu vergewissern, dass die Einwohner mit den Engländern kooperieren würden, während Buckingham die Insel angriff. Nach einem ersten Gefecht am Strand belagerten die Engländer am 17. Juli Saint-Martin-de-Ré. Sie nahmen zwar die Stadt rasch ein, aber die starke und gut vorbereitete Zitadelle hielt stand. Unterdessen ließen die Bewohner von La Rochelle Benjamin und den englischen Botschafter nicht in die Stadt. Der Bürgermeister weigerte sich, die Tore zu öffnen, weil er seinem rechtmäßigen Herrn, dem französischen König, trotz allem die Treue halten wollte. Erst als Catherine de Parthenay, die sehr einflussreiche und äußerst beliebte Mutter der beiden Rohan-Brüder, einen Mob vor dem Tor von Saint-Nicolas versammelte, ließ der Bürgermeister Benjamin und den Botschafter in die Stadt. Als sie ihren Sohn empfing, sagte Catherine angeblich, die Söhne Rohans haben die Freiheit von La Rochelle immer verteidigt. Nun begannen die Verhandlungen, aber der Senat zögerte. Er wollte sich zuerst mit den anderen französischen Protestanten beraten und den Ausgang des Kampfes um die Insel Ré abwarten. Am 4. August, noch bevor die Einwohner von La Rochelle eine Entscheidung getroffen hatten, marschierte ein königliches Heer von 11.000 Mann unter Karl von Valois, dem Herzog von Angoulême, vor La Rochelle auf.
Wieder zögerte der Senat und wieder hatte er sich noch nicht entschlossen, als die Franzosen den nächsten Schritt machten. Am 10. September begannen sie nämlich, das Fort Saint-Louis westlich der Stadt zu verstärken. Dieses Fort war 1622 vom König erbaut worden und wurde von den Bürgern der Stadt seither als unwillkommene Überwachung betrachtet. Es zu verstärken war ganz klar ein Akt der Aggression, denn von dem Fort aus konnten die Franzosen nicht nur auf die Stadt selbst, sondern auch auf die Schiffe, die in den Hafen fahren wollten, schießen. Damit wurde die lästige Überwachung zu einer direkten Bedrohung. Die Verteidiger reagierten auf diese symbolische Kriegserklärung, indem sie das Feuer auf Fort Saint-Martin eröffneten. Die königlichen Kanoniere schossen natürlich zurück und es kam zu einem Artilleriegefecht, das bis Sonnenuntergang dauerte. Damit war eine friedliche Lösung vom Tisch. Richelieu und Angoulême wussten jedoch, dass es sinnlos war, die Stadt direkt anzugreifen, weil ihre Mauern zu stark waren und die Sümpfe es praktisch unmöglich machten, Annäherungsgräben zu graben. Die einzige Möglichkeit, La Rochelle einzunehmen, war es auszuhungern. Angoulême machte sich sofort daran, diesen Plan umzusetzen. Seine Soldaten bewachten alle Wege, die zur Stadt führten. Kriegsschiffe patrouillierten vor dem Hafen und Arbeiter bauten einen Befestigungsring um die Stadt, eine sogenannte Zirkumvallation, um die Stadt komplett von der Außenwelt abzuschneiden. Richelieu überwachte die Arbeiten, denn der König selbst war mit schwerem Fieber ans Bett gefesselt. Er wurde von seinen Ärzten 7x in 7 Tagen zur Ader gelassen, aber trotz dieser Behandlung erholte er sich schnell und ließ sich bald von Richelieu über die Lage informieren. Die Armee vor La Rochelle war gut versorgt, gut bezahlt und wuchs ständig, weil Verstärkung aus ganz Frankreich dorthin marschierte. Als der König selbst am 12. Oktober 1627 mit weiteren Truppen eintraf, hatte sich das Heer verdoppelt. Nun standen etwa 22.000 Mann vor den Toren der Hugenottenfestung. In der Zwischenzeit hatten die Bürger der Stadt endlich beschlossen, nicht zu kapitulieren. Aber sie waren sich immer noch nicht einig, ob sie sich mit den Engländern zusammentun sollten. Denn sich gegen einen direkten Angriff zu wehren war eine Sache, ein Bündnis mit einem fremden Herrscher einzugehen, eine ganz andere. Am 27. September stimmte der Bürgermeister schließlich einem Vertrag mit Buckingham zu. Der Senat erklärte: „Wir werden unseren König immer respektieren, auch wenn er uns zwingt, uns in die Arme eines fremden Herrschers zu werfen. Wir suchen keinen anderen Herrn, sondern lediglich einen Beschützer." Aber sie hatten zu lange gezögert, denn die Engländer bissen sich immer noch die Zähne an der Zitadelle von Saint-Martin-d'Auray aus. Am 27. Oktober befahl Buckingham einen letzten verzweifelten Angriff. Er scheiterte kläglich, weil die englischen Belagerungsleitern zu kurz waren und Buckingham musste die Belagerung aufgeben. Die Engländer marschierten nach Norden zu ihren Schiffen, aber bevor sie dort ankamen, wurden sie von französischer Kavallerie angegriffen und erlitten weitere schwere Verluste. Am 7. November stach die englische Flotte schließlich in See und kehrte nach Portsmouth zurück. Von den 7.000 Mann, die Buckingham nach Frankreich mitgenommen hatte, waren nur noch etwa 3.000 übrig. Damit hatte das Drama der stolzen Stadt La Rochelle begonnen. Der König, vertreten durch seine rechte Hand Richelieu, fokussierte nun seine ganze Aufmerksamkeit auf die Stadt selbst. Das war durchaus nötig, denn er hatte es nicht nur mit einer mächtigen Festung, sondern auch mit deren kriegerischen Bewohnern zu tun. Die meisten von ihnen konnten mit Waffen umgehen und hatten gelernt, sich und ihre Stadt zu verteidigen. Nun wurden alle wehrfähigen Männer zu den Waffen beordert, sodass eine Miliz, die sich durchaus sehen lassen konnte, die Soldaten der Garnison verstärkte. Alle anderen Gesunden und Kräftigen in der Stadt wurden angewiesen, sonst mit anzupacken, besonders beim Verstärken und Reparieren der Befestigungsanlagen. Ende November waren die Arbeiten an der Zirkumvallation abgeschlossen. Eine Befestigungsanlage mit mehreren starken Forts sorgte dafür, dass niemand die Stadt betreten oder verlassen konnte. Weder Verstärkung noch Vorräte oder Munition konnten auf dem Landweg in die Stadt gebracht werden. Das traf die Verteidiger hart und die Moral in der Stadt verschlechterte sich schnell, auch wenn es jetzt noch genügend Lebensmittel gab.
Die Bewohner von La Rochelle wussten, dass sich das bald ändern würde und baten darum, ihre unnützen Mäuler, also Alte, Schwache und Kinder, aus der Stadt schicken zu dürfen. Aber Richelieu ging nicht darauf ein. Auch als einige Frauen und Kinder die Stadt trotzdem verließen, ließ sich der Kardinal nicht erweichen. Die Flüchtlinge gingen elend in den Gräben zugrunde. Als Catherine de Parthenay von Richelieus Antwort hörte und die Tragödie sah, die sich unter den Mauern abspielte, schrieb sie an den König und bat um Erlaubnis, die Stadt mit 200 Frauen und Kindern zu verlassen. Die Antwort war niederschmetternd. Entweder alle verlassen die Stadt oder niemand. Angesichts dieses Entscheids war für Catherine klar, dass sie bis zum bitteren Ende kämpfen würde. Sie richtete sich nun nach dem Motto der berühmten Jeanne d'Albret, der Königin von Navarra und ehemaligen geistigen und politischen Anführerin der Hugenotten. Sie würde die Waffen erst niederlegen, wenn sie einen sicheren Frieden geschlossen, einen kompletten Sieg errungen oder einen ehrenvollen Tod erlitten hatte. Zu diesem Zeitpunkt war La Rochelle zwar von der Landseite her abgeschnitten, aber es wurde immer noch von englischen Schiffen, die es durch die Blockade schafften, versorgt. Deshalb suchten der König und Richelieu nach einer Lösung, um auch diese Lücke zu schließen. Sie holten schließlich, wie der Experte für frühneuzeitliche Belagerungen Christopher Duffy schreibt, ein Relikt aus alter Zeit hervor, den unverwüstlichen Pompeo Targone. Richelieu war skeptisch, ob dieser Ingenieur der richtige war. Er sagte, es war unmöglich, ihm viel Vertrauen zu schenken, denn es sah nicht danach aus, als wüsste er, wovon er spricht. Seine Skepsis war nicht aus der Luft gegriffen, denn Targone hatte bereits 25 Jahre zuvor versucht, die Stadt Ostende, die auch übers Meer versorgt worden war, mit einem Damm abzuschneiden und war kläglich gescheitert. Und dieses Mal war seine Aufgabe noch gewaltiger. Er sollte die 1,5 Kilometer breite Bucht so blockieren, dass weder Mensch noch Wetter die Blockade brechen konnten. Targone nahm sich der scheinbar unmöglichen Aufgabe an und entwarf ein Band aus schwimmenden Elementen, die mit Ketten verbunden waren. Er stellte seine Konstruktion rasch fertig und ließ sie zu Wasser. Aber ein heftiger Wintersturm verwies Targone in die Schranken. Die Verbindungen zwischen den Elementen brachen und die Einzelteile trieben aufs offene Meer hinaus. Targones Scheitern machte deutlich, dass eine substanziellere Konstruktion nötig war, um die Zufahrt zur Bucht zu blockieren. Richelieu übertrug die Aufgabe nun zwei weniger kreativen, aber sehr praktischen Männern, dem königlichen Architekten Clément Metessot und dem Pariser Maurer Jean Thiriot. Die beiden entschlossen sich für eine komplett andere Herangehensweise. Sie begannen, von beiden Ufern aus stabile Stege zu bauen, die gerade außerhalb der Reichweite der Kanonen von La Rochelle in die Bucht hineinragten. Zwischen diesen stabilen Brückenköpfen ließen die beiden Baumeister eine Lücke, so dass das Wasser frei fließen konnte und die Gezeiten die Konstruktion nicht zerrissen. Das Projekt hatte gewaltige Ausmaße. Tausende von Arbeitern waren den ganzen Winter damit beschäftigt. Richelieu, der wollte, dass die Arbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen wurden, sorgte dafür, dass die Arbeiter gut versorgt und regelmäßig bezahlt wurden. Eine Seltenheit in dieser Zeit. Sobald der Damm begehbar war, wurde er umgehend bemannt und mit Artillerie bestückt, damit die französischen Kanoniere feindliche Schiffe schon jetzt fernhalten konnten. Wer es durch ihren Kugelhagel schaffte, sah sich mit einem Wald von riesigen angespitzten Baumstämmen konfrontiert, die in einem 45-Grad-Winkel montiert waren und knapp aus dem Wasser ragten. Jedes Schiff, das ihnen zu nahe kam, wurde unweigerlich aufgeschlitzt. Damit war La Rochelle komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Für die Belagerer war Geld ausnahmsweise nicht das Problem. Der katholische Klerus sah den Kampf gegen die Hugenotten als Kampf für den rechtmäßigen Glauben und sorgte dafür, dass die Kriegskasse gefüllt blieb. Manche Geistliche übernahmen sogar selbst militärische Aufgaben. Mönche wurden Adjutanten, Priester Leutnants und der Bischof von Mende kommandierte sogar die Schiffe vor der Stadt, bis er schließlich im Kampf fiel.
Der berühmteste und fleißigste Helfer Richelieus war jedoch ein Kapuzinermönch, der unter dem Namen Père Joseph bekannt war. Auf ihn geht angeblich der Begriff Graue Eminenz, französisch Eminence Grise, zurück, der einen mächtigen Berater bezeichnet, der im Verborgenen die Fäden zieht. Père Joseph war nicht nur Richelieus Berater, sondern trug auch ganz praktisch zu der Belagerung bei. Er entwickelte zum Beispiel einen Plan, um über das Abwassersystem in die Stadt einzudringen und so La Rochelle in einem Handstreich zu erobern. Als jedoch die ersten Männer den stinkenden Schleichweg betreten hatten und sahen, durch welche Sümpfe sie sich in die Stadt schleichen sollten, weigerten sie sich, weiterzugehen. Richelieu war wütend, aber er wollte in diesem speziellen Fall nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Im März war die Geduld Ludwigs des 13. langsam aufgebraucht. Er hatte nun fast 30.000 Mann vor der Stadt und die Arbeiten am Deich gingen gut voran und trotzdem blieb La Rochelle standhaft. Der König wollte nicht länger warten und hoffte auf eine Gelegenheit für einen Sturmangriff. Zu seiner Freude erfuhr er von einem Spion, dass die Verteidigungsanlagen von La Rochelle eine Schwachstelle hatten. Der Eingang des Maubeck-Tors war weniger stark befestigt als der Rest der Mauer. Sein Mann in der Stadt war überzeugt, dass eine kleine Mine reichen würde, um es zu sprengen. Also brach Richelieu zusammen mit 5000 Soldaten in der Nacht vom 12. März auf und bezog in der Nähe des Tores Stellung. In der Zwischenzeit machten sich Sprengstoffexperten in Booten auf den Weg, um das Maubeck-Tor vom Graben aus zu sprengen und so den Weg für Richelieus Truppe freizumachen. Damit stand der erste direkte Angriff seit dem Beginn der Belagerung bevor. Aber die Aktion verlief nicht ganz nach Plan. Die Sprengstoffexperten verirrten sich nämlich in den Sümpfen östlich der Stadt und fanden die Schwachstelle erst, als das erste Licht des Tages bereits begann, den Morgennebel aufzulösen. Es war zu spät. Richelieu brach den Versuch ab und gab die Idee eines direkten Angriffs endgültig auf. Im April wählten die Bürger von La Rochelle einen neuen Bürgermeister, der auch die Verteidigung leiten sollte. Jean Guiton war ein wettergegerbter und erfahrener Seemann, klein und breitschultrig. Dieser Mann, der aus einer alten einheimischen Familie stammte, war ein außerordentlich entschlossener Anführer. Bei seiner Wahl rammte er angeblich seinen Dolch in den Tisch und sagte: »Ich nehme die Ehre, die ihr mir erweist, an, aber nur unter der Bedingung, dass mit diesem Dolch das Herz eines jeden durchbohrt wird, der es wagt, von Kapitulation zu sprechen. Allen voran mein eigenes, falls ich mich jemals zu einer solchen Feigheit herablasse.« Und er stand zu seinem Wort. Man verkündigte, dass jeder, der offen von Kapitulation sprach, mit dem Tod bestraft werden würde. Guiton hatte von Anfang an alle Hände voll zu tun, denn mittlerweile waren Lebensmittel und Pulver knapp geworden. Die Preise stiegen und bald begannen die Armen zu hungern. Die Menschen mussten kleines Getier essen und kauten Gras und Leder, um wenigstens etwas im Magen zu haben. Ein Berichterstatter aus dem 18. Jahrhundert schreibt: »Ganze Familien verhungerten und ihre Häuser wurden zu ihren Gräbern.« Trotzdem dachte Guiton mit keinem Gedanken daran, aufzugeben. »Solange ein einziger Mann da ist, um die Mauern zu verteidigen, werde ich niemals zustimmen, dass die Tore geöffnet werden.« Trotz seiner Entschlossenheit wusste Guiton, dass Hilfe von außen die einzige Hoffnung für seine Stadt war. In verzweifeltem Ton bat er den englischen König in einem Brief um Hilfe. »Um Gottes Willen, kommt so schnell ihr könnt!« Am 1. Mai zeigte Guitons Hilferuf endlich Wirkung. Eine englische Flotte erschien am Horizont. Sie blieb zuerst auf Distanz und versuchte, Kontakt zur Stadt aufzunehmen, aber das scheiterte daran, dass die Franzosen die englischen Botenschiffe immer wieder abfingen. Daraufhin segelten die Engländer bis zum Deich und eröffneten das Feuer. Da ihnen aber Informationen zur Position der Franzosen fehlten, mussten sie sehr vorsichtig sein, und Richelieu kannte dank der abgefangenen Botenschiffe alle ihre Pläne. Obwohl der Deich noch nicht komplett fertig war, scheiterte deshalb der Angriff der Engländer und sie mussten wieder abziehen, ohne etwas ausgerichtet zu haben.
Sie warteten dann noch weitere 3 Tage unentschlossen in der Nähe, bevor sie mit Kurs auf England davonsegelten und die verzweifelten Bewohner von La Rochelle ihrem Schicksal überließen. Als sich die englischen Schiffe abwandten, brach die Stimmung in der Stadt zusammen. Richelieu dagegen war bester Laune. Er schrieb: Dieser schändliche Rückzug der Engländer hat die Verteidiger so sehr in Erstaunen versetzt, dass sie sich bereitwillig ergeben hätten, wenn nicht Madame von Rohan und der Minister Salabert, ein sehr aufrührerischer Bursche, sie mit erfundenen Geschichten von Unterstützung in die Irre geführt hätten. Obwohl Catherine de Parthenay eine alte Frau war, die von Rheuma und anderen Gebrechen geplagt wurde, zeigte sich laut dem Historiker Jack Alden Clark, dass sie im Geist mindestens eine so große Kriegerin war wie ihr Sohn. Catherine nutzte ihre Beliebtheit beim Volk, um Guiton zu unterstützen, der ohne ihre Hilfe dem Druck der hungernden Menschen viel früher hätte nachgeben müssen. Und nicht nur das, sie ging auch mit gutem Beispiel voran und aß nur noch ein wenig Pferdefleisch und ein halbes Pfund Brot pro Tag. Richelieu hatte nicht ganz recht, wenn er davon sprach, dass es sich bei den Versprechen auf Hilfe um erfundene Geschichten handelte, denn sobald der englische König Karl I. vom Scheitern der 2. Expedition erfuhr, beeilte er sich, eine 3. Flotte zu entsenden. Schiffe und Männer wurden in aller Eile vorbereitet, aber trotzdem brach der September an, bevor Benjamin von Rohan und der Kommandant Lord Lindsay in See stachen. Als sie vor La Rochelle ankamen, mussten sie bestürzt feststellen, dass Richelieus Arbeiter den Damm inzwischen fertiggestellt hatten und die Ufer der Bucht vor Festungen, Batterien und Kriegsschiffen nur so strotzten. La Rochelle war völlig abgeschnitten. Aber dieses Mal waren die Engländer entschlossen, alles zu versuchen. Trotz der Aussichtslosigkeit des Unterfangens segelten sie 2-mal gegen den Deich an. Aber 2-mal bremsten sie ungünstige Winde aus, sodass sie lediglich ein paar Kugeln auf das Bauwerk abfeuern konnten. Am 23. Oktober unternahm Lindsay einen letzten Versuch. Er befahl seinen Männern, etwas zu bauen, was wir heute als rudimentären Torpedo bezeichnen würden. Die Konstruktion wird von Siegfried Julius von Romoki, der im späten 19. Jahrhundert eine Geschichte der Sprengmittel verfasst hat, ausführlich beschrieben. Romoki zufolge bestand der Torpedo aus einem Holzkasten, der mit Zinn verkleidet war, und einem Kontaktzünder. Diese Vorrichtung sollte unbemerkt zu einem französischen Schiff gebracht werden und es ohne Vorankündigung in die Luft sprengen. Damit wollte man den Franzosen Angst vor weiteren unerwarteten Explosionen machen und so ihre Moral torpedieren. Blöderweise hatte die Konstruktion einen Fehler. Als sie in die Nähe eines französischen Schiffes trieb und dessen Rumpf berührte, explodierte sie zwar, aber der Deckel der Holzkiste dämpfte die Sprengkraft so sehr, dass die Explosion nichts anderes als eine spektakuläre Fontäne auslöste. Dieser Fehlschlag, kombiniert mit der Aussichtslosigkeit der Lage, frustrierte Lindsay so sehr, dass er befahl, die Segel zu setzen. Die Engländer verließen La Rochelle endgültig. Mit dem Rückzug der Engländer war das Schicksal von La Rochelle besiegelt. Die sonst zahlreichen und mächtigen Herbststürme, die den Damm vielleicht hätten beschädigen können, blieben in diesem Jahr aus. Und seltsamerweise verschonte die Pest, die in diesem Jahr in ganz Frankreich schrecklich wütete, das königliche Lager. Es war, als hätte Gott selbst den Untergang dieser stolzen Stadt angeordnet, soll ein französischer Offizier gesagt haben. Die uneinnehmbare Festung konnte nicht länger standhalten. Ende Oktober 1628 hatten die Menschen von La Rochelle genug. Sie forderten von Guiton zu kapitulieren. Die Lage war so verzweifelt, dass es vermehrt zu Kannibalismus kam und die Menge war so aufgebracht, dass der Bürgermeister um sein Leben fürchten musste. Wenn er auf die Straße ging, trug er immer eine geladene Pistole bei sich und wurde von 10 vertrauenswürdigen Wachen begleitet. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Garnison lediglich noch aus 136 Soldaten und auch diese konnten ihre Spieße kaum mehr halten. Am Sonntag, dem 26. Oktober, gab Jean Guiton endlich nach und schickte Unterhändler ins französische Lager. Die ausgemergelten Männer schleppten sich mit letzter Kraft zu Kardinal Richelieu und akzeptierten ohne jede Verhandlung die Bedingungen, die er anbot.
Am 28. Oktober, nach 14 Monaten und 16 Tagen Belagerung, kapitulierte La Rochelle. Trotz dem langen Widerstand gewährte Richelieu der Stadt faire Bedingungen. Er garantierte den Hugenotten die freie Ausübung ihrer Religion sowie die Sicherheit von Leben und Eigentum. Der Kardinal begnadigte sogar die meisten von denen, die sich mit dem englischen König gegen ihren eigenen Herrscher verschworen hatten. Nur sehr wenige Adlige, darunter Jean Guiton, wurden ins Exil geschickt. Nicht so mild behandelt wurde Catherine de Parthenay. Sie wurde als das Feuer, das dieses Volk verzehrt hat, betrachtet und eingekerkert. Am 1. November zog Ludwig XIII. Persönlich in die Stadt ein. Er fand ein Bild des Elends und der Zerstörung vor. Überall lagen die Körper der Verhungerten und die Überlebenden waren so schwach, dass sie sich kaum aufrecht halten konnten. Sie waren nur noch Haut und Knochen. Von den 28.000 Einwohnern, die La Rochelle im Sommer 1627 gehabt hatte, war am Ende der Belagerung nur noch ein knappes Drittel übrig. Selbst nachdem Richelieu sich um die Menschen gekümmert und Lebensmittel in die Stadt gebracht hatte, starben über 1.000 weitere an den Folgen von Hunger und Erschöpfung. La Rochelle, die stolze und wohlhabende Hochburg der Hugenotten, verlor alle ihre Privilegien. Der König löste den Senat auf, schaffte das Amt des Bürgermeisters ab und hob alle Bürgerschaften auf. Auch gegen den protestantischen Glauben ging er mit aller Strenge vor. Fortan durften sich keine Protestanten mehr in La Rochelle niederlassen, der Katholizismus wurde wieder eingeführt und ein neues Bistum mit Sitz in der Stadt wurde eingerichtet. Die Verteidigungsanlagen von La Rochelle, die bis zum Schluss standgehalten hatten, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Nur die drei großen Türme am Hafen blieben unversehrt. Richelieus Deich wurde ironischerweise nur Tage nach der Kapitulation von einem Sturm weggespült. Nachdem die Hugenotten La Rochelle und ihre Privilegien verloren hatten, kämpften sie einen verlorenen Kampf. Heinrich II. Von Rohan leistete in Südfrankreich zwar noch Widerstand und konnte 1629 den Frieden von Alais aushandeln, aber die Hugenotten waren dem König ausgeliefert. Mit einem Hindernis weniger trieb Ludwig XIII. Seine Zentralisierungsbemühungen in den nächsten Jahren erfolgreich voran und ebnete damit den Weg für das Zeitalter des Absolutismus.